Minecraft, willkommen zurück zu Minecraft Sky Factory. Ich sehe gerade, so sehen die Augen gar nicht mal so schlimm aus, aber so sind sie schon ein bisschen übel. Heute immer noch ohne Mephisto oder Mavia. Mavia ist zwar hier irgendwo da hinten bei den Zombies beschäftigt, aber wir wollen uns jetzt mal wieder ein bisschen um Towncraft kümmern. Und ich hatte die Idee, dass ich mir ein ME-System baue. Ich bin mal gespannt, ob ich das hinkriege. Die Research habe ich schon soweit gemacht. Ich muss mir jetzt bloß das Zeug irgendwie mal zusammensuchen. Calculation. Silikon. Ich sollte mir hier vielleicht erstmal. Wir machen das anders. Sonst fange ich wieder hinten an. Wir müssen uns erstmal hier noch ein bisschen Maschinengedöns reinstellen. Und jetzt bin ich nur am Überlegen, wie ich das schön bauen kann. Ich glaube, mit dem Schwert ging es einfacher. Ich möchte hier die Lampe nicht blockieren. Deshalb müssen wir das ein bisschen anders bauen. Was brauche ich denn gerade? Holz. Holz haben wir vielleicht noch hier. Eigentlich müssen wir gucken, ob wir da noch welche haben. Halt, vier. Vier sind ein bisschen wenig. Weil ich brauche Akazienholz. Wo ist die Holzkiste hin? Die Holzkiste ist Eisen geworden. Ich sollte mir auch mal die... Genau, das machen wir uns jetzt erst. Ja, ich hoffe, hier ist Akazienholz drin, ja. Sehr schön. Also ich nehme mal an, wenn ich das hier drauf setzt, dann wird die Lampe dunkel. Und dann stimmt unser Lichtlevel hier drin nicht mehr. Wenn wir dann F7 drücken. Ja, das ist eigentlich gar nicht so wild. Ja, hier schon. Haben wir ein Loch reingehauen. Ja, dann machen wir hier kurz was anderes. So, aber nicht. Also. Und dann den hier zum Z. Ja, ich muss dran denken, nicht immer Shift zu drücken. Dann haben wir noch einen Glowstone. Bending Machine. Ne, andersrum. So rum. Ach, den kann ich da gar nicht reinlegen. Der muss. Oh. Der muss echt sein, ja? Der muss ein normaler Glowstone sein. Oh, das regt mich auch jedes Mal auf. Immer diese scheiß Chisel, die da aufgeht. Weg mit der. Habe ich jetzt Wolle ge... Ah! So, den da will ich doch haben. Na, hier können wir durchfliegen. Können wir das Loch treffen. So. Ein Licht gefixt. So, und dann müssen wir mal gucken... Strom müssen wir irgendwie von da drüben holen. Hier vielleicht. Gott. So.
Oh, wir müssen hier ein bisschen improvisieren. Ich muss das alles noch einbauen. Wir brauchen, um das zu machen, brauchen wir auf jeden Fall einen Ofen. Das ist also ein, wie heißt der hier, Redstone Furnace. Wir wollen jetzt mal ein bisschen mit unseren eigenen Sachen arbeiten. Ich hoffe mal, die reichen. Hier ist er. Okay. Und Tin Eisen. Hallo, Crafting Table. So, glaube ich. Ja, dann brauchen wir Glas. Glas hatten wir hier, glaube ich, nochmal. Ein paar. Dann brauchen wir eine Schüssel nochmal. Ah, ich wollte mir Schuhe machen, dass ich ein bisschen schneller bin. So. Dann brauchen wir noch. Nee, das nicht. Gold und Redstone. Und Kupfer. So, dann brauchen wir zwei Copper Gears. Einen solchen. Und dann haben wir das nämlich schon. Dann haben wir schon Redstone Furnace. Was gehört oben drauf? Ein Redstone. Ist ja logisch bei einem Redstone Furnace. Den pflanzen wir jetzt hier hin. Config gibt's nicht. Der soll nichts ausspucken, der soll einfach nur braten. Jetzt müssen wir uns nochmal gucken mal. In der IO. Okay, die Kabel sind ein bisschen teuer. Induction Smelter brauchen wir noch. Induktion. Ein Eimer, Tin, Invar. Invar, war. Wie geht denn nochmal Invar? Das müssen wir auch irgendwie brennen, glaube ich. Ferris. Was? Tin und Ferris kann doch gar nicht sein. Eisen und Ferris. Ja. Haben wir hier Ferris? Ja, da oben. Zentrum. Hier haben wir nämlich schon einen Induction Smelter. Hauen wir mal kurz was für mich durch. Aber nicht ganz so viel. Nein, ich mach das hier nicht. Ich will das ja alles selber erreichen. Da oben bräuchte ich mal noch so einen Anker. Ich habe hier, glaube ich, noch welche. Conduit-Fassade. Keine Anker mehr. Ich hatte doch noch welche. Ne, den hole ich mir jetzt einfach nochmal. Einen solchen brauche ich. Mehr brauche ich ja nicht. So, doch brauche ich. Ach, heute bin ich wieder vergesslich. Davon brauchen wir 8. Genau. So. Und so. Hä?
Ach nein, der wird so gemacht. Okay. Fail! So. Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, das ist genau eins versetzt. Jawohl. Marble bräuchte man dafür eigentlich. Und zwar, ich glaube den, welchen habe ich denn genommen? Ich glaube den hier. Ich will jetzt nämlich alles gleich richtig bauen, ja. Und nicht immer so halbe Sachen. Nicht so bauen wie McFisto. Jetzt gucken wir mal ob wir den richtigen. Ja, wir haben den richtigen genommen. Der ist private und heißt Varuna. MC. Gut. Also, Induction-Smelter, Invar haben wir gemacht. Invar bauen wir, glaube ich, 2 Gears. Für den Induktion. Wir bauen hier nur das Nötigste, um uns das ME zu bauen. Zwei Inner Redstone Reception Coil und noch ein Maschinenblock. Dafür haben wir zum Glück noch genug Glas über. War das so rum? Ich glaube ja. Ich glaube nein. Ach Männer. Ja, andersrum wieder wie so häufig. Nee, so. Ach so, warte, Redstone Reception Coil müssen wir noch machen. Das ganze Inventar jetzt zugemüllt. Ah, das wird gleich wieder klarer. Und was gehört da oben noch drauf? Ein Bucket. Dann müssen wir noch mal hier raus machen. So, jetzt aber haben wir gleich einen Induction Smelter. War jetzt ein bisschen unnötig. So, Induction Smelter. Den klatschen wir jetzt erstmal hier dran. Dann lädt er sich nämlich mit Energie auf. Und dann brauchen wir, was wollten wir machen? Energy. Conduits, die roten. Okay, warte, lass mich kurz gucken. Da brauchen wir auch noch einen Alloy-Smelter. Arcan 5? Das müssen wir jetzt mal. Und es steht Arc Furnace. Alchemical. Nether. Infernal Furnace haben wir kein. Komisch. Okay, dann müssen wir noch einen Alloy-Smelter machen. Ein Cauldron. Okay. Gold Nuggets. Copper. Okay, machen wir gleich 2 davon. Dann haben wir nicht so viele. Nicht so viele Goldnuggets hier rumliegen. Und die Capacitors, die brauchen wir sowieso irgendwann wieder. Okay, Zäune. Zäune haben wir, glaube ich, noch.
hier drin. So. Gut, dann kriegen wir das auch noch schnell hin. Brauchen wir, glaube ich, nochmal Eisen. Ah, Furnace müssen wir auch noch ein paar bauen. Und dafür brauchen wir Cobblestone. Nein! Ich falle da immer nach unten. Cobblestone. Also ich würde jetzt gerne die Sachen schnell anschließen. Drei Stück brauchen wir. Ein Cauldron brauchen wir noch. Wie geht denn der? So rum? Ja. Gut, so. Das Machine Casing dahin. Ofen so. Alloy-Smelter. Haben wir nur ein Problem, dann haben wir den da schon. Warte mal, wir können ja einfach da hinsetzen. Für den Moment kurz. Und jetzt. Energy. Wir machen erstmal. Warte mal. Ach, die leichtesten. Ach, für die leichtesten hätten wir gar nichts gebraucht. Jetzt haben wir extra den Alloy-Smelter gemacht. Redstone und Eisen. In den Induction Smelter. Ja, so schnell ist der noch nicht. Aber warte mal, wir können da, glaube ich. Das probieren wir mal aus. Nee, der geht nicht. Wir müssen noch was machen. Wir können Conductive Binder. Gravel, Sand und Clay. Ein bisschen was haben wir hier. Ein Pulverizer haben wir auch. Das heißt, wir können das eigentlich machen. Müssen wir nur kurz den Output ausmachen. Und dann kriegt man hier eigentlich das ganze Zeug raus. Clay müssen wir auch noch irgendwo haben. Mir da auch noch mal so einen Ankerpunkt machen, weil sonst ist es immer ein bisschen da oben ist Clay. Aber habe ich vielleicht noch ein bisschen kleinen Clay? Nee. Ui, fast runtergefallen. Den hier brauchen wir. Oh, gib mir mal Sand. Oder kann ich denn nicht? Kann ich nicht hier? Kann ich daraus nicht Sand machen? Doch, kann ich. Gut, wir haben ein bisschen was. Irgendjemand futtert hier. Maybe er springt hier rum. Er steht da unten und macht die Futteranlage leer. So. Konzentriert bleiben, konzentriert bleiben. Liebe Futterhunde. Warte, der kommt dahin. Dahin. Conductive Binder. Den hauen wir jetzt da rein. Ja, wir müssen uns ja alles wieder. Das gibt's ja auch. Alles wieder von Grund auf selber machen. Finde ich gar nicht so übel, weil dann seht ihr das an. Was? Wie viel gibt's denn dabei? Oh, da kommen 4 Stück raus. Das ist ja nice. So. Dann haben wir gleich den Kabelanschluss. Dann können wir das gleich noch. Hier, Moment. Machen wir mal so und. So. Und ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Jawohl, wie immer.
So, einmal so und einmal so. 16 Kabel. Das ist doch ein Anfang. Kann der jetzt eigentlich die Energie weitergeben? Kann er nicht. Okay. Ja, der muss jetzt auch nicht weiterarbeiten. Achso, ich habe keinen Platz mehr im Inventar, deshalb geht es nicht. Können die sich nicht connecten? Das wäre doof. Inwa, machen wir mal da oben rein. Und jetzt müssen wir mal kurz gucken. Ob die sie nicht verbinden können. Weil das wäre doof. Können sie wohl wirklich nicht. Nein! Dann haben wir. Scheiße. Dann haben wir die Kabel umsonst gebaut. Ach, verdammte Axt, Mann. Das ist doof. Das heißt, wir brauchen die hier. Und für die hier brauchen wir Vibrant Alloy, Energetic Alloy, das Redstone, Gold und Glowstone. Redstone, Gold und Glowstone haben wir hoffentlich auch noch irgendwo. Glowstone. Oh, ich will immer kurze Folgen machen, aber irgendwie bin ich dem nicht mächtig. Ey, das passt doch nochmal da rein. Warum kann ich da kein Capacitor reinlegen? Ich dachte immer, das geht. Da kommt noch ein so ein Teil raus. Dann müssen wir noch ein Gold nehmen, damit wir eine Dreierzahl haben. So, und dann brauchen wir noch Enderperlen. Dann haben wir ja zum Glück genug gesammelt. Und die kommen in den Induction Smelter. Den stellen wir jetzt mal kurz hier hin. Da muss auch noch Zeug drin sein. Das müssen wir rausmachen, sonst verstopft das nämlich unsere ganze Maschinerie. Einmal Enderperlen und einmal das hier. So, was brauchen wir denn noch? Energy. Ja, wir wollen das einfach selber machen. Das ist zwar ein bisschen unnötig, würde ich jetzt behaupten. Weil die anderen, oder Mephisto und so, die haben das ja auch schon alles. Aber es ist einfach ein bisschen schöner, wenn man das selber gebaut hat. Und es geht ja darum, dass wir uns hier ein eigenes ME bauen. Für Essen, für mein Zeug hier. Und das kriegt man auch irgendwie gebacken. Hoffe ich doch. So, jetzt haben wir die starken Kabel. So. Nein! Jetzt hau ich bestimmt wieder irgendwas anderes kaputt. Ja. Glück gehabt. Ich hau mal gerade hier alles rein, was ich im Moment nicht brauche.
Was war das? Konduitfassade. Nein. So. Oh, eins brauche ich noch. Ein Kabel. Einmal so Zeug hier. Den haben wir auch hier rein und das da will ich weglegen. Gut, da haben wir noch mal 3 Vibrant-Aloe. Zu viel weggelegt. Und noch mal 8 Kabel. Jawoll. Also es geht voran, es geht voran. Das ist die Spitzhacke ist inzwischen viel zu overpowered. So, verbunden. Der hier füllt sich. Perfekt. Gut, Leute. Natürlich, wie gesagt, es ist unnötig, aber es ist einfach schön, wenn man auch selber Maschinen hat. Och, der hat sogar das Inventar gehalten. Das ist ja krass. Das habe ich nicht gewusst. Ich wollte jetzt noch was machen. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft.